Budapest, Ungarns Hauptstadt, Schauplatz einer beunruhigenden Entwicklung. Seit April 2010 regiert hier Ministerpräsident Viktor Orbán. Sein Ziel? Eine nationale Revolution. Dafür baut er den Staat radikal um. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Ungarn brauchen einen Neuanfang. Doch statt Wohlstand gibt es Nationalismus. Vom nationalistischen Klima profitieren die Rechtsradikalen. Sie stellen die zweitgrößte Partei im Parlament und marschieren regelmäßig auf den Straßen von Budapest. Viktor Orbáns rechtskonservative Partei Fidesz gewinnt die Wahlen 2010 mit überwältigender Mehrheit. Damals wie heute begeistert er seine Anhänger mit nationalem Pathos. Wenn wir unsere Probleme lösen und einen entscheidenden Sieg über unser Unglück erringen wollen, dann müssen die Ungarn zuerst sich selbst ändern. Sie müssen sich durch und durch verändern und sich endgültig hinter die Ehre, den Fleiß, die Arbeit und damit hinter das Vaterland stellen. Nur so kann ein echter, durchschlagender und erhebender Sieg errungen werden. Diesen Sieg will Viktor Orbán mit einer Flut neuer Gesetze vorantreiben. Einige verletzen freiheitlich-demokratische Grundrechte. So verabschiedet seine Regierung gleich zu Beginn ein Gesetz, das fristlose Kündigungen in öffentlichen Ämtern ermöglicht. Ob in Kultur, Bildung, Justiz oder Medien. Viele Menschen verlieren von heute auf morgen ihre Arbeit. An die Schaltstellen des Staates rücken regierungstreue Kader. Eine Machtkonzentration begleitet von populistischen Parolen und nationalistischem Pomp. Feindbild ist das Ausland, das Ungarn angeblich unterdrückt. Der linke Philosoph Gaspar Miklós Tamás sieht mit Besorgnis, wie Orbán die Ängste der Ungarn für sich nutzt. Viktor Orbán profiliert sich als ein Verteidiger und ein tapferer Verteidiger einer kleinen Nation, die natürlich geringe Chancen hat, ihre mächtigen Feinden zu besiegen. Die EU als Verantwortliche für alles Elend. Eine Stimmung, die auch in Polen, der Slowakei und Rumänien Populisten zur Macht verholfen hat. Ich glaube, dass heute die überwiegende Mehrheit der Ungarn und auch ein beträchtliches Teil der anderen osteuropäischen Länder, man glaubt, dass die Europäische Union ist ein Instrument der westlichen Mächte, die Schwächeren und Ärmeren zu unterdrücken, zu beeinflussen und zu ändern in einem moralischen, sozialen und politischen Sinne. Und das ist gefährlich und das ist wirklich eine Gefahr für Europa und für Osteuropa. Diese Atmosphäre machte die Ungarn empfänglich für Orbáns Aufrufe zur nationalen Einheit. Der Lebensstandard hatte sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Orbán versprach eine politische Kehrtwende. Seinen Sieg verdankte er auch der Misswirtschaft seiner Vorgänger. Die Talfahrt Ungarns in den 8 Jahren der sozialliberalen Regierung war rasant. Steigende Verschuldung, Korruptionsaffären und Wahllügen. Die Menschen verloren das Vertrauen in die damalige Regierung. Ungarn wurde mit Krediten des Internationalen Währungsfonds nur knapp vor dem Staatsbankrott bewahrt. Die Sparauflagen beutelten die Bevölkerung. Im Herbst 2006 versammelten sich aufgebrachte Massen vor dem Fernsehgebäude in Budapest. György Balló, Ungarns prominentester Politmoderator, erinnert sich.
September, dieser Junior-Syndikan. Es war Montag, der 18. September. Ich moderierte gerade eine politische Sendung mit dem Titel Der Abend. Wer meine Gäste waren, weiß ich nicht mehr, aber es waren wichtige Leute, denn meine Kollegen versteckten sie später im Gebäude. Der Sturm auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen war der Auftakt zu wochenlangen Demonstrationen und Straßenschlachten. Brutale Aktionen der Polizei und randalierende Rechtsradikale heizten die Stimmung immer weiter an. Es gelang der damaligen Regierung nicht, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Damit war der Boden für Viktor Orbán und seine Politik bereitet. Als erstes sicherte er sich die Macht über die Medien. Per Gesetz stellte Orbán alle öffentlich-rechtlichen und privaten Medien unter die Kontrolle einer Behörde. An der Spitze eine regierungstreue Präsidentin, die für 9 Jahre ernannt wurde. Kritiker im In- und Ausland befürchteten das Ende der Pressefreiheit. Die Berichterstattung soll die Politiker stören. Sie tut uns manchmal wirklich weh. Und gerade deswegen, Herr Orbán, entspricht Ihr Mediengesetz heute nicht den Werten der Europäischen Union. Sie sagen, Herr Orbán, Sie wollen ein starkes Europa. Ein starkes Europa muss glaubwürdig sein. Wenn wir ein solches Mediengesetz akzeptieren, wie werden wir mit Herrn Lukaschenko diskutieren? Wie werden wir mit China diskutieren? Die wollen dort alle eine ausgeglichene Berichterstattung, Herr Orbán. Unter dem Druck aus Brüssel änderte die Regierung das Mediengesetz in einigen Punkten. Aber die zentrale Kontrollbehörde blieb. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dominieren jetzt Unterhaltungsshows mit nationaler Note. Die neuen Programmchefs entließen hunderte kritische Journalisten und ersetzten sie durch Regierungsanhänger. György Balló wurde kaltgestellt, bis er selbst um seine Entlassung bat. Én nekem végül is az életemnek 35 éve van ebben a cégben. 35 Jahre meines Lebens stecken im Fernsehen. Also sage ich nicht gern etwas Schlechtes. Das würde ich geschmacklos finden. Aber im Wesentlichen ist Folgendes passiert. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, MTV und Duna TV, der Hörfunk und die Nachrichtenagentur MTI wurden zu einer Firma. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. So etwas habe ich noch nirgendwo sonst auf der Welt gesehen. Nach dem Sieg der Fidesz-Partei wurde auch der kritische Professor László Kéri, wie viele andere, von seiner Universität rausgeworfen. Er schaffte es, sich neu zu positionieren und gibt heute Seminare für Unternehmer. Sein Resümee ist bitter. Die Orbán-Regierung hat alles abgebaut, verändert und zerstört. Aber sie hat nichts stattdessen aufgebaut. Der Politikwissenschaftler glaubt, dass die Nationalkonservativen Ungarn international vollkommen isoliert haben. Das Hindernis für die Macht des Fidesz liegt nicht in Ungarn. Es sind die ausländischen Investoren und Medien, die öffentliche Meinung in Europa, Brüssel, Straßburg, Washington, die Venedig-Kommission, das Europäische Parlament und die Kommission. Es ist uns gelungen, alle gegen uns aufzubringen. Zürich. Wie hier leben viele international bekannte ungarische Künstler heute im Ausland. Sie sind scharfe Kritiker der Regierung Orbán und beklagen das Wiederaufleben des Nationalismus und den Antisemitismus im Land. Der Schriftsteller Imre Kertész und der Pianist András Schiff haben den Rechtsruck in Politik und Kultur verurteilt. Als Reaktion auf die Ehrung antisemitischer Schriftsteller gab Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel seinen ungarischen Staatspreis zurück. Hier an der Züricher Oper studiert der Dirigent Adam Fischer die Entführung aus dem Serail von Mozart ein. Bis 2010 war er Generalmusikdirektor der ungarischen Staatsoper.
Als der Fidesz begann, ihm seinen Spielplan zu diktieren, ging er. In Ungarn ist auch die Kunst Parteipolitik. Linksliberale und Rechtskonservative kämpfen mit allen Mitteln um Posten, Macht und Gelder. Die Politik spielt in Ungarn halt eine sehr große Rolle. Und die beiden politischen Lager, die sich seit 20 Jahren bekämpfen, haben ein Klima geschaffen, wo das, was jetzt passiert, eben leichter war. Es ist für die Ungarn mittlerweile selbstverständlich, wenn eine Partei, die an die Regierung kommt oder die Wahlen gewinnt, dass alle dann ausgetauscht werden, dann keine Verträge, die vorher gemacht wurden, dann gelten. Und es geht darum, die andere Partei möglichst zu verdrängen und die eigene Macht möglichst für lange Zeit zu zementieren. Anders als die Vorgängerregierung aber konnte der Fidesz durch seine Zweidrittelmehrheit alle wichtigen Positionen besetzen. Gegen die Entwicklung in Ungarn erhob die Europäische Union Anfang 2011 Einspruch. Brüssel kritisierte die Beschränkung der Pressefreiheit und sah die Unabhängigkeit von Zentralbank und Justiz in Gefahr. Orbán musste die Gesetze teilweise zurücknehmen. Ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof läuft noch. Brüssel sieht den Datenschutz gefährdet. Der Fall Ungarn führte die Europäische Union an die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten, meint der Sozialdemokrat Martin Schulz. Wir haben als Europäische Union dann Instrumentarien, wenn Mitgliedsländer sichtlich und nachweisbar EU-Recht verletzen. Ein Land kann man sich in einer durchaus legitimen Weise so gestalten, dass nur eine Partei dauerhaft alle Verfassungsorgane durchdringt. Das ist das, was Viktor Orbán macht. Das ist legal. Aber ob es politisch korrekt ist, das muss man dahingestellt lassen. Ganz legal peitschte die Regierung in einem Jahr allein 365 Gesetze durch das Parlament. Das hatte auch drastische Sparmaßnahmen im Gesundheits- und Bildungssystem und Kürzungen der Sozialhilfe zur Folge. Es traf vor allem die Schwachen. Die Wohlhabenden dagegen wurden steuerlich begünstigt. Orbáns Regierung verabschiedete auch eine neue, heftig umstrittene Verfassung. In der Nationalgalerie in Budapest kann sie jeder studieren. Dort liegt sie zwischen Bildern, die große historische Ereignisse zeigen. Für Empörung sorgte vor allem die Präambel der Verfassung mit dem Titel Nationales Glaubensbekenntnis. In ihr ist die Nation ethnisch definiert. Roma und Juden gehören nicht dazu. Der bisherige Name Republik Ungarn wurde verworfen. Jetzt heißt das Land schlicht Ungarn. Die tausendjährige heilige Krone soll das christliche Ungarn symbolisieren. Viktor Orbán ließ sie im Parlament aufstellen. Wer sie beleidigt, muss mit einem Jahr Haft rechnen. Laizistische und linksliberale Traditionen sollen verschwinden. Potsdam, ein Konferenzsaal der Universität. Der Präsident des ungarischen Verfassungsgerichts zu Gast in Deutschland. Er erklärt deutschen Wissenschaftlern und Juristen den stark historischen Bezug der neuen Verfassung. Diese Präambel ist ein Bekenntnis zu bestimmten Werten, das ist klar. Das bestreitet auch niemand. In ihr werden nationale, geschichtliche Werte stärker betont als in anderen, wertneutraleren Präambeln. Im Europäischen Parlament wurde die neue Verfassung heftig diskutiert. Orbán behauptet, die neue Verfassung löse endlich die alte, stalinistische ab. Obwohl man weiß, dass diese im Zuge der Wende demokratisch umgestaltet wurde.
Ich denke, diese ganze Debatte ist völlig plemplem. Herr Orban, Sie kommen hierher und erzählen uns, ich habe alles getan, um die alte Verfassung zu ersetzen, die eine stalinistische Verfassung war. Also, das ganze Parlament, wir alle sind total bescheuert, weil wir nämlich ein Land mit einer stalinistischen Verfassung in die Europäische Union aufgenommen haben. Ihr seid total bescheuert. Das ist unmöglich. Wie konntet ihr das machen? Wir sollten rufen, shame on us, shame on us. Herr Orban, Sie gehen in die Richtung von Herrn Chavez, Castro, in die Richtung aller totalitären und autoritären Regierungen dieser Welt, die wir zusammen bekämpfen. Aber mit Herrn Orban in unseren Reihen können wir nicht mehr gegen Sie kämpfen. Die Antwort gibt Viktor Orban in Budapest am Nationalfeiertag. Was er in Brüssel nicht deutlich ausspricht, das sagt er den ungarischen Wählern direkt. Wir entscheiden selbst, was für uns wichtig ist und was nicht. Mit ungarischem Blick, ungarischem Verstand und nach dem Rhythmus des ungarischen Herzens. Deshalb schreiben wir auch unsere Verfassung selbst. Wir brauchen keine Eselsführer und wir wollen auch keine ungebetene fremde Hilfe, die uns die Hand führen will. Wir kennen diese Art der ungebetenen Hilfe der Genossen sehr gut. Und wir erkennen diese Hilfe auch dann, wenn sie nicht in Uniform, sondern in einen gut geschnittenen Anzug schlüpft. Die Rhetorik ist bei Viktor Orban Kalkül. In Ungarn bedient er nationalistische Gefühle, in Brüssel gibt er den weltgewandten Diplomaten. Ja, wenn Sie ihn ja hören, in Brüssel ist er ja ein zartes Lamm. Das ist ja immer nett, wenn man mit Viktor Orban redet. Ich habe ja ein paar Mal mit ihm gesprochen. Das ist ja ein interessanter Mann, das ist ein kluger Kopf. Ich habe ihn ja auch im Europaparlament gehört. Er macht das immer so, dass er eigentlich eine ganze Zeit lang ganz lieb ist. Und dann die letzten zwei Sätze, da gibt er richtig Gas. Und diese letzten zwei Sätze werden dann auch im ungarischen Fernsehen gezeigt. Die lieben Sätze nicht. Also insofern ist er ein Politiker durch und durch, der versteht es, auf der Klaviatur der Politik zu spielen. Respekt, das muss man ihm lassen. Viktor Orbans Karriere begann 1989, kurz vor der Wende. Bei den großen Demonstrationen war der Jurist einer der Wortführer, die für Demokratie und Freiheit kämpften. In seiner Rede forderte er den Rückzug der sowjetischen Armee aus Ungarn. Zusammen mit anderen Studenten gründete er 1988 den Fidesz, den Bund junger Demokraten. Damals noch Liberaler vollzog er in den 90ern die Kehrtwende zum Konservativen. Seinen ehemaligen Professor László Kéri erstaunt das nicht. Er hat eine hervorragende intellektuelle Begabung, ist sehr schnell im Begreifen, hat ein sehr gutes Gedächtnis und ist unglaublich belastbar. Nur sein Charakter ist ein Problem. Sein Motto lautet, das Ziel heiligt die Mittel, bloß sein Wille zählt. Wenn dieser Typ Mensch in die Nähe der Macht gelangt, kann das große Probleme verursachen. Schon damals traf Orban die Emotionen der Massen. Er sprach über die Revolution von 1956. Der gescheiterte Volksaufstand gegen die Sowjets ist ein nationales Trauma und auch heute noch Orbans Thema. Schon 1956 sagten wir, dass wir die Ketten des Kommunismus zerbrechen müssten. Und viele Ungarn denken heute, wir hatten recht. Die sowjetische Besatzung nach dem Krieg, die Enteignungen und die Gräuel des Stalinismus hatten in Ungarn viel Hass erzeugt. Die Revolution begann am 23. Oktober 1956 mit einer friedlichen Demonstration. In den Abendstunden floss bereits Blut. Als russische Panzer nach Budapest rollten, riefen die Ungarn um Hilfe. Der Westen reagierte nicht. Ein Trauma. Hunderte starben, wurden verschleppt und hingerichtet.
Tausende flüchteten ins Ausland. Moskau installierte einen neuen Parteisekretär für Ungarn, Janos Kadar. Nun lebten die Ungarn im sogenannten Gulasch-Kommunismus. Nach der Niederwerfung des Aufstandes war es klar, dass Ungarn man nicht mehr so regieren kann wie davor. Vor allem muss Konsum her, damit die Leute nicht Schlange stehen, damit sie sich satt essen können. Und der alte Kadar, der kein Ökonom war, der war der Meinung, jedes Jahr muss man 5% Wachstum im Lebensniveau erreichen, weil die Leute unterhalb 5% nichts merken. Und er hat dann das aus westlichen Krediten gemacht und das führte irgendwann zur Pleite. Die Demokratie begann mit der Öffnung der Grenze zum Westen und dem Abzug der sowjetischen Truppen. Kurz nach der Wende fingen die alten Lagerkämpfe wieder an. Die Sozialisten wollten ihre Macht nicht hergeben. Alle Parteien versuchten, sich an der Privatisierung der Staatsunternehmen zu bereichern. Für die Menschen blieb der erhoffte Wohlstand aus. In den ersten Jahren nach der Wende verschwanden 30% der Arbeitsplätze. Es entstand eine neue Kluft zwischen Arm und Reich. Alle Regierungen erkauften sich die Gunst der Wähler mit Versprechungen. Ungarn lebte weiter auf Pump. Als die Finanzkrise ausbrach, war Ungarn durch seine hohe Auslandsverschuldung den Märkten ausgeliefert. Die Sparauflagen der Kreditgeber beschleunigten das Scheitern der sozialliberalen Regierung. Der Wahlsieg des Fidesz verhalf jungen Politikern zu Blitzkarrieren. Gergely Gulyás trat vor 7 Jahren in die Partei ein. Heute ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Diese Regierung hat das Land 2010 in einer außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen Situation übernommen. Um die ungarische Situation zu verstehen, muss man wissen, dass im gleichen Jahr 80% der Wähler gegen die damalige Regierung gestimmt haben. Deswegen mussten wir Maßnahmen ergreifen, um einerseits das Vertrauen der Gesellschaft nicht zu verlieren, andererseits aber das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wir mussten das Staatsdefizit verringern und gleichzeitig den Verpflichtungen gegenüber der EU gerecht werden, die wir von der Vorgängerregierung übernommen hatten. Dazu waren Schritte notwendig, die Interessen verletzt haben. Nicht nur die Interessen ungarischer, sondern auch die Interessen mächtiger multinationaler Firmen. Westliche Banken und Konzerne wurden von Orbán mit einer in Europa einzigartigen Sondersteuer belegt. Ausländische Unternehmen verloren dadurch insgesamt 3-stellige Millionenbeträge. Die mächtige Lobby war ins Mark getroffen und der Internationale Währungsfonds verärgert. Als Ungarn den IWF im Herbst 2011 um neue Kredite bitten musste, signalisierte Orbán zwar Gesprächsbereitschaft. Die Verhandlungen laufen aber bis heute ergebnislos. Es ist eben der Eindruck entstanden, dass Ungarn ausländische Investitionen nicht unbedingt willkommen heißt durch diese Sondersteuern. Und dem gilt es entgegenzutreten, denn Ungarn kann und wird sich nicht weiterentwickeln können, gerade im Exportbereich, wenn es nicht Bedingungen schafft, dass es auch attraktiv bleibt für ausländische Investitionen. Ungarn braucht dringend Investitionen. Im Nordosten Reste der Schwerindustrie, die nach der Wende pleite ging. Ein Schock, von dem sich die armen ländlichen Regionen nie erholt haben. Obwohl der Fidesz Arbeitsplätze versprach, hat sich hier nichts verändert. Ost war einst mit Stahlwerk und Bergbau eine Vorzeigestadt. Heute flüchtet von hier, wer kann. Alles hat sich anders entwickelt, als der Fidesz es sich gewünscht hat. Es wird keine 1 Million neue Arbeitsplätze geben. Nur durch Zwangsarbeit wurde ein bisschen was erreicht. Es wird kein Wirtschaftswachstum geben. Die Unternehmen haben keine neuen Einnahmequellen gefunden. Der Finanzmarkt ist eng geworden. Viktor Orbán betreibt mit Sozialkürzungen und der Einheitssteuer von 16%, die kleine Einkommen benachteiligt, eine Politik für die Wohlhabenden. Trotzdem glauben viele Menschen, dass die Probleme Ungarns durch ausländische Banken und die Finanzmärkte verursacht wurden.
Diese Botschaft transportiert Orbán immer wieder in seinen Reden. Ist der Ungar frei, der seit Jahren keine Arbeit findet? Ist der Ungar frei, dessen Kind hungert? Ist ein Land frei, in dem von 100 Forint 99 an die Kreditgeber gehen? Ist ein Land frei, das statt auf festem Boden auf einem Schuldenmoor steht? Trotz dieser Kampfansagen verhandelt die Regierung Orbán wieder mit dem Internationalen Währungsfonds. Nachdem Orbán versuchte, die Unabhängigkeit der ungarischen Notenbank einzuschränken, hatten der IWF und die Europäische Zentralbank die Verhandlungen zwischenzeitlich ausgesetzt. Die Fidesz-Regierung beugte sich dem Druck und änderte das Gesetz. Also für die EZB ist es ein Kernelement ihres Mandates. EU-Mitgliedsländer müssen eine unabhängige Zentralbank vorweisen. Wir als IWF in unserer Erfahrung sehen, dass unabhängige Zentralbanken besser in der Lage sind, geldpolitische Ziele zu erreichen, für eine stabile Inflation zu sorgen, dafür zu sorgen, dass der Wechselkurs stabil bleibt und dass die Finanzstabilität erhalten bleibt. Ein Polizeieinsatz vor dem Büro des IWF in Budapest. Rechtsradikale wollen Christoph Rosenberg zur Rede stellen. Ihr Vorwurf: Durch die Sparauflagen des IWF werde Ungarn unterdrückt. Ungarn, ein kleines Land, war immer wieder Bauernopfer im Spiel der Großmächte. Fremdbestimmt zu sein, dieses Gefühl hat in Ungarn eine lange Geschichte. In beiden Weltkriegen kämpfte das Land an der Seite der Verlierer und zahlte dafür einen hohen Preis. Nach dem Ersten Weltkrieg musste der Botschafter Ungarns, Alfred Drasche Lázár, den Vertrag von Trianon unterzeichnen. Ungarn verlor dadurch 60% seiner Landesfläche. Die Verhandlungen fanden bei Paris statt. Jeder dritte Ungar lebte danach außerhalb der Landesgrenzen. Die Wirtschaft brach zusammen. Das Land erholte sich nie von diesem Trauma. Es wurde zum Maß aller Dinge. Um die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen, paktierte Ungarns Reichsverweser Miklós Horthy mit Adolf Hitler. Der Historiker György Dalos hat sich intensiv mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Das mündete in einer unglaublichen Katastrophe. Zwei Katastrophen. Die Katastrophe der ungarischen Juden, 560.000 Toten. Und bei dieser Katastrophe gab es sowohl deutsche als ungarische Verantwortung, die man sehr gut voneinander unterscheiden kann. Messingschuhe an der Donaupromenade. Sie erinnern an die Budapester Juden, die hier 1944 von ungarischen Faschisten erschossen wurden. Bis heute ist dieses Kapitel der ungarischen Geschichte nicht aufgearbeitet. Also die Historiker oder die Publizisten erreichen nur eine Elite und die Bevölkerung hat kein Bild von der eigenen Geschichte. Nicht nur, was Antisemitismus anbelangt, die Verantwortung der ungarischen Behörden für den Holocaust, die Verantwortung eines Teils der ungarischen Bürger, die daran reich geworden sind. Das ist Sache, die man nicht gerne hört und die man auch nicht wirklich weiß. Im kommunistischen Ungarn waren die Kollaboration mit den Deutschen und die Mitschuld am Holocaust ein Tabu. Nach der Wende rissen die alten Gräben wieder auf. Die neue Meinungsfreiheit führte zu neuem Antisemitismus. Hier in der größten Synagoge von Budapest ist Robert Fröhlich Rabbiner. Er sieht den Grund für den Hass in der ewigen Suche nach Sündenböcken.
Wenn sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert, muss man einen Schuldigen suchen. Denn es kann ja nicht sein, dass etwas einfach von selber schlechter wird. Es ist genauso wie 1929 zur Zeit der großen Weltwirtschaftskrise. Man zog die Juden aus dem Hut. Die sind für alles verantwortlich. Und die Geschichte wiederholt sich. Heute sind wir in der Krise und wer ist schuld? Die Juden. Die zwei größten Parteien im Parlament, Fidesz und Jobbik, haben beide zu einem Klima beigetragen, das offenen Antisemitismus wieder möglich macht. Fidesz verhält sich widersprüchlich. Jobbik zeigt offen auf die Juden. Der Staat bietet rechtsradikaler Propaganda keinen Einhalt und duldet, dass antisemitischen Staatsmännern wieder gehuldigt wird. So wie hier im Dorf Kereki. Der Verein Hortus Märtyrer und Helden weiht ein Denkmal des Hitler-Verbündeten Miklós Horthy ein. 10% der Dorfbewohner haben sich dafür ausgesprochen. Die Mehrheit schwieg. So wie die Regierung, die nationalistische Gefühle schürt und dann wegsieht. Die Stimmung im Land verändert sich. Dinge, die früher undenkbar waren, sind heute wieder möglich. Künstler wie Adam Fischer beobachten diese Entwicklung mit Sorge. Ja gut, es gibt zum Beispiel diese rechtsradikalen Zeitungen bzw. Websites. Es gibt die sogenannten Normalen, die sagen, die Juden sind an allem schuld und wenn die Juden nicht da wären, dann würde das Land glücklich sein. Das sind die Normalen. Und es gibt dann die Radikalen, die sagen über die Juden, wir würden die Gasrechnung übernehmen. Und so eine Website, die hat man noch versucht, vor 2 Jahren zu verbieten. Heute, und das ist vorige Woche passiert, ist mein Nachfolger als Generalmusikdirektor an der Budapester Staatsoper, hat ein großes Interview gegeben über seine Pläne für die Zukunft, auf dieser Website zu sprechen. Es findet niemand irgendwas daran. Solche Sachen sind für mich erschreckend. Die Fidesz-Regierung benutzt den Nationalismus, benutzt die vorhandenen Gefühle, um ihre Macht zu stärken. Und die merken nicht, wie gefährlich das ist. Ungarn hat eine furchtbare Vergangenheit, was eben diesen Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie halt betrifft. Und was jetzt passiert, ist so, als würde man jemandem, der gerade auf Entzug ist, Alkohol anbieten. Ich glaube, die ungarische Gesellschaft wird noch lange die Folgen spüren. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit machen die Menschen für den Rausch empfänglicher. Auch in Budapest leben immer mehr Menschen von der Hand in den Mund. Die Regierung reagiert mit der Errichtung eines Superministeriums für sogenannte Humanressourcen. Die Verantwortung für Kultur, Bildung, Soziales, Familie, Religion, Gesundheitswesen und Minderheiten liegt jetzt bei einem einzigen Minister. Zoltán Balogh soll es richten. Eine schier unlösbare Aufgabe. Kritiker halten ihn für das Feigenblatt einer restriktiven Sozialpolitik. Wissen Sie, wie viel ein Durchschnittsungare heute verdient? 750 Euro. 750 Euro. Und wie viel sind die Durchschnittsrente, nicht unterste Durchschnittsrente? 250 Euro. Und wir sind inmitten von Europa und die Preise, Sie sehen das, sind ähnlich wie in Deutschland oder in Österreich. Was soll ich diesen Leuten sagen, die nach 20 Jahren sagen, wofür habe ich geschuftet? Und dann sagen wir, der Staat ist kaputt, 84% verschuldet, also jetzt alles zurückzahlen und jetzt fange ich an, im Rentensystem reinzuschneiden und so weiter. Welche Auswirkungen die aktuelle Sozialpolitik haben kann, lässt sich in Erpatak besichtigen, einem Dorf im Osten Ungarns. Bürgermeister Mihály Orosz wendet ein neues Gesetz der Regierung an. Sozialhilfeempfänger müssen gemeinnützige Arbeit leisten. Wenn ich das Modell Erpatak mit einem Wort beschreiben soll, dann wäre das Ordnung.
mit einem Satz: Ordnung ist die Seele aller Dinge. Das ist unsere Basis. Wir wollen die Ordnung kontinuierlich herstellen und aufrechterhalten. Und wir beurteilen alle Menschen aufgrund ihrer Beziehung zur Ordnung. Wer der Ordnung dient, sie aufbaut und stärkt, den betrachten wir als unseren Verbündeten. Bei wem wir aber sehen, dass er nicht am Aufbau der Ordnung mitarbeitet, den nennen wir Zerstörer. Und diese Zerstörer betrachten wir als unsere Feinde. Ein Besuch im Kindergarten von Erpatak. Hier setzen die Erzieher auf ungarische Werte und Traditionen. Dem haben sich auch die Roma-Kinder unterzuordnen. Ihre Kultur wird hier nicht gepflegt. In der Ahnenstube erfahren die Kinder, wie man früher lebte. Die heile Welt der Vorfahren wird ihnen als Idealbild dargestellt. Ihre Eltern leisten währenddessen gemeinnützige Arbeit. Die Bedingungen für Sozialhilfe wurden verschärft. Wer nicht arbeitet, bekommt 3 Jahre lang gar nichts mehr. Die Armen von Erpatak roden Felder, um dort Gemüse anzubauen. Der Bürgermeister kontrolliert ihren Einsatz persönlich. Für die harte Arbeit bekommen sie um die 200 Euro monatlich. Etwa die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns. Der Bürgermeister gibt sich jovial und traditionsbewusst. Dazu gehört auch seine Uniform. Eine alte Tracht des Dorfes. Mihály Orosz und sein Modell sind auch in Budapest bekannt. Minister Zoltán Balogh räumt ein, dass es der Regierung nicht gelungen ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Lücke füllen einige Lokalpolitiker mit ihren ganz eigenen Vorstellungen. Da gibt es einen Bürgermeister, ein sehr autoritärer Bürgermeister, der meint, jetzt hier Law and Order zu schaffen und die Leute zu regulieren und disziplinieren. Und da hat er, denke ich, schon gewisse Teilerfolge. Vielleicht ist Kriminalität etwas niedriger als sonst, aber das ist keine Lösung, weder für die Roma-Frage noch für die Leute, die in tiefen Armut sind, wenn man keine Arbeit schafft, für diese Leute keine Bildung schafft. Also kann sein, dass da eine relative Ruhe ist in diesem Dorf, aber einfach durch Disziplinierung kann man natürlich so etwas nicht erreichen. Abends holen die Eltern ihre Kinder ab. Der Bürgermeister präsentiert seinen Lieblingsschüler. Für Ungarns Wiederauferstehung kämpfen auch die Anhänger der Rechtsradikalen. Sie wollen die EU verlassen. Orbáns Politik geht ihnen noch nicht weit genug. Was für ein Freiheitskampf soll das sein, der alles tut, zu allen Einschränkungen bereit ist, der den ungarischen Menschen alles wegnimmt, sogar ihre Ersparnisse, der ihr Elend in Kauf nimmt und ihr Leiden duldet, nur um sich mit dem IWF zu einigen und neue Kredite zu bekommen. Wir sind erwacht und werden alle Ungarn des Karpatenbeckens erwecken. Wir fordern Freiheit, Wahrheit, Ordnung. Hunderte sind am Nationalfeiertag aus der Provinz nach Budapest gekommen, um ihren Frust herauszuschreien. Jobbik-Wähler kommen aus den strukturschwachen Dörfern. Viele sind jung, schlecht ausgebildet und ohne Chance auf dem ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt. Ungarn hat eine Arbeitslosenquote von 11%. Die Jobbik-Anhänger singen die transsylvanische Hymne. Ein Klagelied über den Verlust von Groß-Ungarn. Musik
Den Mythos von Großungarn beschwören auch Extremisten im Untergrund. Ihre Bühne ist das Internet. Hier rufen sie zur Gewalt auf. Zahlreiche dieser paramilitärischen Splittergruppen präsentieren sich im Internet bewaffnet. Hassobjekt dieser Gruppen sind die ungarischen Roma. Etwa 700.000 Menschen, die in tiefstem Elend auf dem Land leben. 80% der Ungarn verachten und fürchten die Roma. Mehr Armut erzeugt mehr Hass. Mit entsetzlichen Konsequenzen. Der Hass eskalierte in einer Mordserie, die von 2008 bis 2009 ungarische Dörfer überrollte. Die Täter, 4 Rechtsradikale, wurden gefasst. Ihr Ziel? Ein Bürgerkrieg zwischen Roma und Ungarn. Das Gerichtsverfahren läuft noch. Der Regisseur Bence Fliegauf drehte darüber den Spielfilm Nur der Wind, der 2012 in Berlin mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Die Täter griffen wie immer am Dorfrand an. Sie setzten 16 Häuser mit Molotow-Cocktails in Brand. Dann schossen sie auf die Fliehenden. 55 Menschen wurden verletzt, 6 ermordet. Flick aufs Film handelt von immerwährender Bedrohung. Mal versteckt, mal ganz direkt. In Ungarn provozierte der Film heftige Reaktionen. Das war eine interessante Erfahrung für mich. Niemand hatte den Film gesehen. Aber mehrere tausend Menschen hatten sich schon eine Meinung darüber gebildet, was dieser Film für das Image von Ungarn bedeuten würde. Wie der Film das Land beschmutzen würde. Nein, wie er Ungarn schon beschmutzt hat. Das war witzig. So ist es eben. Dabei ist die Roma-Problematik für Ungarn längst zur Existenzfrage geworden. Jobbik nutzt sie als Bedrohungsszenario und heizt die Stimmung in den Dörfern an. So versucht die Partei, Wähler zu gewinnen, die mit der Demokratie abgeschlossen haben. Mehr als 45% der Ungarn sind mit dem System unzufrieden. Jobbik will die Roma mit Gewalt integrieren. Das Problem ist, dass die Zigeuner seit Jahrzehnten nicht mehr daran gewöhnt sind, über Bildung und Arbeit die Integration in die ungarische Gesellschaft zu suchen. Darum ist der Vorschlag von Jobbik, die Zigeunerkinder in Wohnheime zu bringen, sie also aus den Familien zu entfernen, damit sie nicht in einer Gemeinschaft aufwachsen, die sie herunterzieht. Gegen diese Stimmung sind die Roma in den Gemeinden machtlos. Ihr Vertreter im Dorf Sojokoza ist István János Lázi, studierter Sozialarbeiter. Gestaltungsmöglichkeiten hat er nicht. Er kann nur Vorschläge machen, doch die werden in der Gemeindeverwaltung abgeschmettert. Meine Rechte als Minderheitenvertreter sind nichts wert. Von 100 Vorschlägen, die ich mache, wird vielleicht einer umgesetzt. Die anderen Gemeindemitglieder nennen sich unabhängig. Aber ich würde sie zu den Rechtsextremen, zu Jobbik rechnen. Von 9 Mitgliedern gibt es nur 2, die den Fidesz vertreten. Sie machen meiner Meinung nach gute Politik. Aber alle anderen sind rechtsradikal. Viele Dörfer im Nordosten lebten früher von der Schwerindustrie. Das ist vorbei. Geblieben sind die ehemaligen Roma-Arbeiter mit ihren Familien. Seit der Wende sind sie arbeitslos, manche hungern. Jeder dritte Ungar lebt am Existenzminimum.
Der tägliche Überlebenskampf macht Roma und Ungarn zu Rivalen. Die untere Mittelklasse der Nicht-Roma-Ungarn ist runtergerutscht, fast auf dem Niveau, wo die Roma sind. Und all diese Sachen kann man natürlich auch politisch ausschlachten, wenn man das will. Und genau das tut Jobbik. Eine Strategie, die der Partei 47 Parlamentssitze einbrachte. Mehr und mehr Menschen verarmen. Viele verlieren ihre Wohnung. Die beheizte Straße, ein Obdachlosenasyl in Budapest. Anlaufstelle für Menschen, die alles verloren haben. Die evangelische Bruderschaft, die das Asyl betreibt, nimmt sie alle auf. Gibt ihnen Hoffnung und Essen. Obdachlos zu sein ist härter geworden, denn die Regierung verbot das Leben auf der Straße per Gesetz. Erst im Herbst 2012 hob das ungarische Verfassungsgericht das Verbot auf. Es sei unvereinbar mit dem Schutz der Menschenwürde. Er kann es immer noch nicht fassen, dass er hier gelandet ist. Wendel Jager war Ingenieur und hatte eine eigene Firma. Wie viele andere ging sie in der Krise pleite. Sein sozialer Abstieg begann. Plötzlich hatte ich nichts mehr. Es verging ungefähr einen Monat, bis ich begriffen hatte, dass ich wirklich überhaupt nichts mehr habe. Egal, in welche Tasche ich greife, sie ist leer. Das ist der Wahnsinn. Man hat nur noch die Wahl, verrückt zu werden oder sich wieder auf die Füße zu stellen. Doch nun ist das Asyl in Gefahr. Die Regierung hat der evangelischen Bruderschaft willkürlich den Kirchenstatus und damit 50% der Subventionen gestrichen. Die Regierung hat sich nicht bequemt, uns zu befragen oder einzuladen, um mit uns zu besprechen, unter welchen Bedingungen wir unsere Dienste weiter anbieten können. Dabei handelt es sich ja um Aufgaben, die wir für den Staat übernommen haben. Pastor Ivani hat aufgehört, die Rechnungen zu bezahlen. Wie lange das noch gut geht, weiß niemand. Das bedeutet, dass alle hier wieder auf die Straße müssen. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie kein Geld haben, keine Arbeit. Sie können sich die Unterkünfte in anderen Heimen der Stadt nicht leisten. Dort ist nur der erste Monat umsonst. Dann muss man zahlen oder wird rausgeworfen. Pastor Ivani hat Verfassungsbeschwerde eingereicht und ist bereit, bis vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen. Für das Asyl wird es bis dahin zu spät sein. Die Bilanz der Politik von Viktor Orbán ist düster. Der wirtschaftliche Niedergang Ungarns geht weiter, verschärft durch den internationalen Vertrauensverlust. Im Zusammenspiel mit der nationalistischen Politik der Regierung führt dies zu gesellschaftlichen Spannungen, die kaum beherrschbar sind. Was die Zukunft für Ungarn bringt, wird in Budapest entschieden. Denn die Einflussmöglichkeiten der EU sind beschränkt. Das sage ich auch als Präsident des Europäischen Parlaments. Alles, was Herr Orbán bis dato gemacht hat, ist rechtlich einwandfrei. Da gibt es nichts daran zu kritisieren. Aber ich glaube, zumindest nicht da, wo er nicht wirklich EU-Recht verletzt hat. Da, wo er es verletzt hat, hat er auch immer gesagt, das nehmen wir zurück, das wird korrigiert. Das ist seine Kooperationsstrategie. Und ansonsten hat er die Haltung, die Karawane zieht weiter und organisiert Ungarn so, dass Ungarn ein Fidesz-Land wird. Und wie gesagt, das kann man nicht von außen regeln. Da muss die ungarische Opposition gegen arbeiten. Ernstzunehmender Widerstand formiert sich in Ungarn nur auf der Straße. Die Oppositionsparteien im Parlament sind schwach, die Sozialisten zersplittert, die Grünen zu klein. Nur die Facebook-Gruppe 1 Million für die Pressefreiheit kann Massen mobilisieren. Hier demonstrieren 150.000 Menschen gegen die Regierung. Sie wollen eine starke Zivilgesellschaft, die aufräumt mit Korruption und Populismus. Wie überall auf der Welt organisiert sich der Protest der jungen Generation im Internet. Ihr Lied »Das System gefällt mir nicht« wurde auf YouTube 1 Million Mal angeklickt. Es beschreibt ihr Lebensgefühl. Ja.
Alle, die sich den demokratischen Werten verpflichtet fühlen, sind hier vertreten, unabhängig von Parteien. 60% der Ungarn wissen nicht, wen sie am nächsten Sonntag wählen würden. Es gibt niemanden, dem sie zutrauen, ihre Interessen zu vertreten. Wir möchten ihnen eine Plattform bieten. Für die jungen Leute, die nach dem Kommunismus sozialisiert wurden und sich daran gewöhnt haben, dass sie in einer Demokratie leben, ist unser Protest noch wichtiger. Sie können es absolut nicht akzeptieren, dass jemand das Land wieder in Richtung Diktatur treibt. Ob die Protestbewegung stark genug ist, um diese Entwicklung aufzuhalten, wird sich zeigen. Noch sind Orbáns Gegner uneins und darum schwach. Die Menschen sind inzwischen politikverdrossen. Nur noch jeder Dritte will 2014 zu den Parlamentswahlen gehen. Spätestens an diesem Tag aber müssen die Ungarn entscheiden, was ihnen ihre Demokratie wert ist. Gleich sehen Sie, wie 400 chinesische Arbeiter eine Dortmunder Kokerei komplett nach China verlegen. Losers and Winners, ein preisgekrönter Dokumentarfilm.